Das Erscheinen des Stonesmannes im heutigen Video ist komisch. Er hat die Kapuze auf, er hat sein Headset auf der Kapuze auf. Genauso komisch wie Dragon Ball Z Dokkan Battle Global. Was ist, hä? Leute, wir sind auf Global. Dragon Ball Z Dokkan Battle Global ist gerade so komisch. Wir sind in der Thank You Celebration. Part 2 hat angefangen. Die Thank You Celebration hätte eigentlich mit LR, Vegeta und Trunks sein sollen. Stattdessen sind es die Resurrection F, Goku, Exchange, Vegeta, Blue Charaktere gewesen. Nicht schlimm, passiert. Aber eigentlich sollte zu Part 2 von Goku und Vegeta LR Golden Freezer kommen. Und Part 2 hat heute angefangen. Also lass uns mal gucken, welches Banner zu Part 2 erschienen. Was ist das? Hier, deine Pistole kannst du sonst wohin schieben, Junge. Was ist das? Ich verstehe gar nichts mehr auf Vielen Dank für den vergünstigten Multi. Juckt keinen. Juckt legitimately keinen. Was ist da? Leute. Wo ist LR Golden Freezer? Keiner versteht die Welt wirklich. Und mit den gelben Coins auch jetzt so eine Sache, wo ich das sehe. Wir haben jetzt auch mittlerweile grüne Coins. Und jetzt ist die Sache, wir wissen immer noch nicht. Wir wissen immer noch nicht, wie die Zukunft der Carnival Banner sein wird. Wie die Zukunft der Carnival LR sein wird. Werden diese Carnival LR, also was heißt werden? Zum Beispiel dieser Revive Goku Metal Cooler ist nicht in diesem Banner. Die werden in zukünftigen Carnival Bannern nur sein. Aber wie? Nur featured oder auch nicht featured? Oder wie sieht das aus? Wann können wir unsere Charaktere eintauschen gegen die grünen Coins? Und. Also das ist... Also nicht nur Global ist komisch, sondern auch JP in Bezug auf diese Coins. Aber was soll dieser Rotz? Ich verstehe gerade nicht, was abgeht mit dem Schedule in diesem Spiel. Vor allem aber auf Global. JP ist ja mehr oder weniger noch auf seinem normalen Schedule. Aber Global? Was ist hier los, sag mal? Wo zur Hölle ist LR Golden Freezer? Also, versteht mich nicht falsch. Nicht der Fakt regt mich auf, dass LR Golden Freezer jetzt nicht da ist. Pfeif auf den. Sondern an sich das Schedule. Was soll das? Ich verstehe nichts mehr. Am Dienstag erscheinen die Dragon Ball Heroes Charaktere. Alles schön und gut. Was heißt das jetzt aber so? Also, wird LR Golden Freezer überhaupt noch erscheinen in dieser Thank You Celebration? Oder wird er verschoben? Kommt er erst nächstes Jahr irgendwie? Wird er gesplittet? So wie letztes Jahr mit Tech Gogeta und LR Janemba. LR Janemba kam auch erst ein Jahr darauf raus. Also, nicht ein komplettes Jahr, sondern ein paar Monate später oder Wochen später so. Aber die Sache ist eigentlich hätte das... Ja, also ich verstehe diese Änderung nicht. Wieso ist es nicht Vegeta und Trunks? Wieso ist Resurrection F, Goku, Blue und Vegeta? Das ist so die eine Sache, die ist ultra komisch einfach nur. All diejenigen, die jetzt wissen wollen, wann LR Vegeta und Trunks erscheinen könnte. Normalerweise, das ist ja der Tanabata-Charakter von JP. Und diese Tanabata-Charaktere sind eigentlich die Thank-You-Charaktere auf Global. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Aber ich gehe dennoch davon aus, dass sie im Dezember erscheinen sollten, weil das Tanabata-Banner ist auf Global das Merry-Christmas-Banner. Also ich kann das dann schon verstehen, dass Vegeta und Trunks verschoben wurde auf Dezember. Aber ich hoffe dann, dass wenn wir Dezember haben, dass der Release der Charaktere normal ist. Also Part 1 Vegeta und Trunks und dann Part 2 LR Zamasu. Zu Weihnachten kommt das Merry-Christmas-Banner und gut ist. Und nicht so ein Käse, so all diejenigen, die jetzt sich auf LR Golden Freezer gefreut haben oder immer noch auf ihn warten, die gucken jetzt ein bisschen dumm aus der Wäsche. Das ist ein bisschen komisch, weil Leute, ich sag's euch, wie es ist. Wir reden oft im Stream darüber, auf twitch.tv/osrosouls. Apropos Stream, Freunde, heute wird gestreamt. Relativ früh, schaut auf Instagram vorbei, auf meiner Story. Ich werde so früh es geht live gehen, denn wir werden das neue Pokémon-Spiel spielen. Pokémon Karmesin habe ich mir gegönnt. Wird ein längeres Stream, deswegen, wenn ihr Lust habt, schaut heute auf jeden Fall vorbei. Und die Tage wird auch gut gestreamt dann. Wegen unter anderem Pokémon Karmesin, als auch Ragnarok und natürlich Dokkan Legends etc. Also unser Standardprogramm. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, ich frage euch oft in den Streams, ey, was würdet ihr davon halten, wenn Global und JP zeitgleich mal endlich werden? Vor allem jetzt zum Jubiläum auf JP und man da einfach das Game zeitgleich bringt. Oder von mir aus mit einer Woche Unterschied oder so, also viel näher als üblich, weil, Leute, seit langer Zeit ist es nicht mehr so, dass... Klar, wir wissen, was auf Global kommt, okay, weil
die Charaktere kommen mehr oder weniger zuerst auf JP, wie zum Beispiel ein Vegeta und Trunks, und dann wisst ihr, der kommt auf Global noch dann und dann, aber Dreams, seit langer Zeit ist das gar nicht mehr so. Also wir wissen nur, dass sie kommen, aber wann sie kommen, legitimately, wann sie kommen, wie sie kommen, weiß keiner mehr, weil die machen irgendwas. Also das war jetzt die reinste Frechheit, Leute, hier, wer hier summoned hat. Ja, wieso, ich versuche. Hat die Kontrolle über sein Leben verloren, wollte ich sagen, aber ich, das hört sich ein bisschen harsch an, das ist nur ein Spiel. Aber ich würde nicht mal den vergünstigten Multi durch rauskommen. Das sind 40 Zones, man, 40 Zones, die ihr für einen potenziellen Gohan wie es Orange Piccolo haben könntet. 40 Zones für Vegeta und Trunks, 40 Zones fürs Neujahresbanner. Egal, 40 Zones für Dragon Ball Heroes Charaktere. Also ich finde, das Banner von Dragon Ball Heroes, ich würde da mir die 40 Zones eher dafür aufheben. Weil das wären neue Charaktere und pro Mutti-Sum bekommt man dann einen garantiert Featured Charakter. Also hier bitte nicht summon. Ja, aktuell läuft auch ein World Tournament, aber Hand aufs Herz, wer von euch spielt noch das World Tournament? Ey, ich will niemandem zu nahe treten. Es gibt sicherlich noch sehr, sehr viele, die das World Tournament spielen. Viel Spaß damit. Aber mir geht das Ding seit langer Zeit am Ass vorbei. Es ist nämlich so ein langweiliger Modus mittlerweile und... Ja, ich weiß nicht, Dokkan Battle Global ist gerade sehr, sehr komisch, speziell Global. Leute, diejenigen, die jetzt so eine Thank-You-Celebration zum ersten Mal durchmachen, auch wegen Porunga etc., für die ist das, die denken sich, was ist an dieser Thank-You-Celebration so besonders? Die Thank-You-Celebration ist eigentlich eine sehr große und gute Celebration, aber auf Global haben sie komplett verkackt. Also deswegen weiß der gar nicht, was abgeht und was nicht. Naja, Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, Streamtime, die Tage wird viel gestreamt. An sich bin ich dreimal die Woche online, aber es wird auch spontane Streams geben außerhalb von Streamplan. Gerade heute mit Pokémon. Da bin ich mal sehr auf die Spiele gespannt. Ich bereite mich jetzt drauf vor und dann sehen wir uns in ein paar Stunden live. Also Freunde, ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns ansonsten das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.